Willkommen zurück zur Hölle 2. Hölle 1 hatten wir schon hinter uns. Och Mensch. Schon wieder wird jemand von uns gehen. Oh, Schakal. Gute Nacht. Basaltrand entdeckt. Oh ja, das funktioniert sehr schlecht bei dem. Ah, ich weiß, ich werde gerade angegriffen. Ah, super, die haben mich schon runtergezogen. Schmerz für Schmerz. Was war denn das denn gerade, bitte? Ich hab gesagt, herkommen. Super, der Angriff hat nicht funktioniert. Oh, Leute mit Schusswaffen, ey, die gehen mir auf den Kack. Ich habe verstanden. Ich hörte verfehlt. Ich habe die Würze verfehlt. Ja, hier kann man auch hier hoch. Gut. Nee, der Raptor ist schneller. Definitiv. Ein Raptor habe ich höhere Chancen, umzukehren und wegzurennen. Wie ein feiges Stück. Da war ja nichts, geil. Super. Super. Wollte schon immer irgendwie festgeklebt werden. Na, bringt ihr mich jetzt um, ihr Spinnies? Oh, jo, es darf es noch ein paar mehr Spinnen sein. Tut, ich hoffe, ich komme durch. Wie wär's denn damit? Können Sie mal aufhören, Spinnen zu geben hier? Ich muss mal ein bisschen heilen. Gut. Alter, Zengs mit... Scheiße. Zengs mit Z. Habe ich so noch nie gelesen. Schmerz für Schmerz. Das Inventar will ich übrigens offscreen leeren, weil das dauert ein bisschen. Ich schmeiß den Charakter sowieso gleich Richtung Tarir. Ja komm, bist doch aus dem Kampf. Ich will jetzt noch eine Wegmarke finden hier in der Ecke oder so. Dann können wir in Ruhe in Urlaub gehen. Gott, wem gehört denn das Skelett hier? Huch, Ausgang? Ist das das Ende der Karte oder was? Wo geht's denn hier lang? Domäne Wabi. Okay. Also das ist Yokos Domäne. Jo. Oh, die sieht aber schicker aus. Das ist der alte Weg nach Ravenholm, da gehen wir nicht mehr hin. Also das ist auch das Gebiet, was mir von den Karten am besten gefällt. Ja, ich habe hier den Pyramiden gesehen. Gefällt mir jetzt schon. Also zumindest vom Ansehen her. Dann habe ich ja schon fast alles hier. Also hier ist ja nix. Gut, hier unten vielleicht noch, ne? Wobei das aber auch schon aussieht, als wäre da nichts. Beim Akali-Becken war ja auch eine riesige Knochenwand. Und dann scheint hier unten das andere Gebiet, die Schwefeleinöde, zu beginnen. Dann geht's hier nur noch nach oben. Hier ist ein Herz. Das heißt, hier ist dieses Gebiet noch. Und hier rechts vielleicht noch. Bedeutet für mich... dass ich das nicht rechtzeitig schaffen werde, aber ich muss die Folge noch zu Ende bringen. Das sind noch 10 Minuten Runtime ungefähr. Das kriegen wir hin. So, von denen nach links weg. Dann ist Schluss. Vielleicht kriege ich doch vollständig erkundet.
Ne, da lang. Das gibt mir einen ganz guten Überblick dann. Auch hinterher herauszufinden, wo die anderen sind. Scheiße. Hab schon wieder Schaden gefressen ohne Ende. Da ist die Tür versperrt. Wabische Korridor entdeckt. Da ist kein Durchkommen. Oh, hier liegt einfach nur so ein... Oh, ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich habe Schakal zu leveln. Und selbst wenn, dann werden die später für andere Sachen notwendig. Bin hier mitten im Niemandsland. Ja, reicht das hier? Nase einmal kurz da reinhalten? Ne, das löst nicht aus, schade. Wahrscheinlich, weil es nicht zum Gebiet gehört, wo ich eigentlich hin wollte. Uhiwis Knochen entdeckt. Joghurt viel eingebettet. Höhle der Vergessenen entdeckt. Oh, ich sehe einen neuen Speicherpunkt. Wegmarke Höhle der Vergessenen entdeckt. So, das Gebiet hier oben, die sieht auch aus, als wäre es irgendwie nicht vorhanden. Oh, jetzt ist aber zerklüftet hier. Sowas mag ich überhaupt nicht. Wo sind meine Freunde? So zerklüftete Geschichten sind immer schwierig zu handeln. Inzwischen geht es ja dadurch, dass man den Springer hat und so weiter, kommt man da ja wohl hoch. Boah, selbst stell dir vor, du müsstest das Ganze ohne Springer bewältigen, ja. Ja, das wäre scheiße. Das würde die Fluchmöglichkeit, also das, die Fluchrate von uns ins Unermessliche steigern. Muss ich nur noch nach Norden kommen, irgendwie. Mensch, das war ein Horrortrip, du. Hier durchrennen, bis nach Norden. Ich glaube nicht, dass schwerende Tümpel entdeckt. Jetzt wird hier schon wieder... Das sieht schon wieder aus wie Giftgas. Toxische Tümpel entdeckt. Gut, sagt auch der Name. Oh, hier gibt es tatsächlich Pfützen, in denen man stirbt. Wenn ich mir das so ansehe, dann hole ich gleich direkt den Rochen. Ist gesünder. Ah, rechts, rechts halten. Sieht nach aus, Springer. Ja, hier muss ich hüpfen. Ich schaffe es auch mit dem, immer überall hängen zu bleiben. Springerleiter entdeckt. Die heißt Grenzdomäne entdeckt. Springerleiter, heißt bestimmt nicht umsonst so. Oh.
Leute, Spinnen, ihr mögt keine Rochen. Glaubt mir, ich hab's probiert. Rochen habe ich noch nie gegessen. Scholle habe ich mal gegessen. Scholle schmeckt gut. Schön zart. Ich glaube, irgendwann, wenn wir wieder essen gehen dürfen, bestelle ich mir Scholle. Einfach so. Ich glaube, das war's, ne? Ja, ich glaube wohl, ne? Du bist ja jetzt wieder am Anfang. Mal kurz landen, ohne dass ich angegriffen werde. Mal gucken, ob irgendwie vermatschte Texturen zu finden sind. Sieht aber gut aus. Basaltrand war unterirdisch. Ja, hier unten, ne? Das sieht so aus, als würde es da noch weitergehen, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, da führt ein Portal rüber. Ja, hier könnte auch was sein. So, diese kleinen Dinge kann man auch beim nächsten Mal finden. Hauptsache, ich weiß, wo die Karte ist. Und wenn Mark vorrennt und er bei Yokos Domäne vorstellt und sagt, boah, Alter, dann weiß ich, dass er da unten am Sterben ist. Cool. Ja. Jetzt mache ich meine Drohung wahr. Ja, ich mache meine Drohung wahr. Und stelle meinen Charakter aber nicht mit Tarir ab, um Geld zu farmen. Sondern. Nee, da auch nicht. Nach Amnun. Gucken, ob Timmy noch was wie zu sagen hat. Wie gesagt, du kannst ja deine Einladung, die Lied des Elon, wie heißt die, nutzen, ne? Ach so, ja, zu spät. Dann sparst du dir nämlich das Silber. Es ist jedes Mal Silber, was ich ausgebe, ne? Der wie hat die viel eigentlich? Ist das laut? Amnun ist eine freie Stadt und sollte es immer bleiben. Rahims Rekrutierungsoffensive hat sich wirklich gelohnt. Da steht es nur. Raptoren verboten. Rochen dürfen wir durchfliegen. Klar, sowieso. Ich renne auch mit einem Raptor durch. Ich tatsächlich meistens nicht. Joko um Beistand bitten sollen, statt uns auf die Kavaliere zu verlassen. Wir sind naja, ich wünsche dir aber eine gute Nacht. Ich bin dann auch raus. Ja, ja. Tschüss. Wir machen eh nicht mal lange. Gucken, ob Timmy noch irgendwas Neues zu labern hat. Dann ist die Folge auch zu Ende. Oh. Ja, wenn jetzt das Meta-Event hier anfängt, dann lol. Aber ne, Basander krumm zahlen nicht. Timmy, hier spricht der Kommandeur. Hier spricht Timmy, und zwar mit meiner offiziellen Übertragungsstimme. Beeindruckend, was? Nochmal, tut mir leid, dass Orin euch so überrascht hat. Keith und die Erhabenen haben ihr Bestes gegeben, aber Orin ist ein Drache. Ihr Bestes hatte halt keine Chance gegen so gut wie unaufhaltbar. Das verstehe ich. Und ich kann auch eigentlich mit niemandem schimpfen, der sich überrumpeln lässt. Scheint in letzter Zeit öfter vorzukommen. Aber schlimmer hätte es buchstäblich nicht kommen können. Jetzt hat Balthasar Orin. Soweit wir wissen, ist sie noch am Leben. Fürs Erste. Und die Umsetzung seines Plans, sie gegen Kral Katorik einzusetzen, wie auch immer das aussehen mag, läuft bereits. Das muss man dem Gott des Krieges lassen. Ganz konzentriert und militärisch. Könnt ihr ihn aufhalten? Kann ich irgendwie helfen? Wir werden es versuchen. Aber die Uhr tickt. Falls ihr nicht so schnell wie Orin herkommen könnt, müsst ihr uns machen lassen. Mist! Also gut, hört zu. Ich halte mich bereit und biete moralische, nein, intellektuelle Unterstützung an. Halte durch. Wenn irgendjemand das ohne meine direkte Beteiligung hinkriegt, dann der Rest der Drachenwacht. Oh, vergessen, den Lautstärke hochzustellen. Naja, passiert. Hey, cool, so kann man ja auch den Sturz abfedern, ne? Gut, ja, das war derselbe Text wie sonst auch immer. Ja, so kann man den Sturz abfedern. Cool. Gut. Ja, hier stelle ich mich hin, um hier unten weiter zu leveln im wahrsten Sinne.
Das heißt, beim nächsten Mal ist Treibsand kein Problem. Ja. Das finde ich einfach easier. Dann kann man gleich alles mitnehmen, was man findet. Gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.